Willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock 2. Was machst du denn hier? Bist du geisteskrank? In der letzten Folge haben wir den Gefängnistrakt, so gut es geht, ausgenommen. Und jetzt sollen wir hier Little Sisters rausholen. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, ich hau ab. Ich gehe einfach nur ganz schnell dahin und friere, glaube ich, jeden ein, der mir irgendwie auf dem Weg Probleme bereitet. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Bisher hat noch keiner Probleme gemacht, aber so ungefähr erinnere ich mich wieder an den Kram hier. Oh, er ist auch noch da. Du bist nur ein bisschen kaputt. Moment. Ups, dich wollte ich nicht hacken. Tschüss. Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Es ist noch nicht sicher anzufangen. Wir müssen erst die Splicer loswerden. Alles klar. Wo sind die denn? Hier sind keine. Da ist einer. Hier, da komme ich sogar rein. Hallo. Tschüss. Bitte komm hier nicht mehr her. Oh Mann. Kannst du mal bitte aufhören? Richtig unhöflich. Was macht der denn jetzt hier? Ich muss mir eben kurz eine andere Waffe suchen. Ach, die ist auch schön. Tschüss. Fallniete, die waren auch immer nice. Ich habe keine Ahnung, ob die da überhaupt irgendwas bringen. So. Er ist weg. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Gern geschehen. Du rettest sie nicht, Delta. Ich habe gerade verstanden, Tourette. Aus sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Was soll das denn? Was ist das denn bitte für ein komischer Typ? Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Okay, ich sprinte hier halt jetzt echt nur durch, also... Nur sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Geld. Als erste lebende Utopistin.
Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Auf jeden Fall, auf dich kann man nämlich nicht stolz sein. Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Okay, ich kann schon wieder kein Geld mehr mitnehmen. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Ich werde nicht noch einen Patienten verlieren. Oh, der ist schon tot. Tschüss. Du siehst mich nicht. Glück gehabt. Tschüss, du bleibst da. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Ach, den muss ich halt jetzt... Okay, der ist schon erledigt, oder nicht? Was wir natürlich wieder nicht vergessen dürfen. Ich muss mir hier, glaube ich, echt irgendwann so einen Zettel hinmachen, aber das Spiel ist eh bald vorbei. Dass ich halt immer mal wieder speichere. Ansonsten kann ich das Ganze halt komplett vergessen. Och, kann ich mir nicht irgendwo Waffen kaufen? Okay, hierfür habe ich ein bisschen was. So, du stirbst jetzt mal bitte. Was bist du denn für eine Bratze? Ich renne hier einmal kurz vorbei. So. Ich habe nicht mehr ganz so viel, Eve. Typ, du bist so anstrengend. So. Und die Lady ist dann auch weg. Okay, jetzt müsste es theoretisch safe sein, bis auf den Typen da hinten. Da muss ich noch kurz dich ausnehmen. Wie der einfach nur so hin und her läuft, was hat der denn für Probleme? Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Okay, ich bin auf dem Weg. Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Ver- Ja, gleich können wir da gern weiter drüber reden. Verdammnis. Ja, mit freiem Willen stürze ich sie in Verdammnis, ist klar. Das macht natürlich Sinn. Wir sollten hier, glaube ich, echt so schnell es geht abhauen, denn das Ganze hier ist nicht sonderlich gesund und ich glaube auch nicht, dass der ganze Kram hier noch lange mitmacht.
So. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Dann fangt an. Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Ohne Hoffnung, ja moin. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den... Ja, ja, Moment, du kannst gleich weiterreden, ich muss nur kurz speichern. Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. So. Das muss ich auch noch einmal kurz benutzen. Du Miststück, hörst du bitte auf damit? So, du bist schon mal weg. Da ist noch so eine Bitch. Gleich verdampft es. Okay, das fetzt noch mal ein bisschen mehr. Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutzt das Plasmid. Moment, so. Okay, da bin ich nochmal gestorben. Ich hätte mich eigentlich nur heilen müssen. Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. So. Müsste der nicht eigentlich mal vereisen? Moment. So. Nein, das ist das falsche Plasmid. Das ist auch das falsche Plasmid. Ach komm, das ist auch cool. Oh, der Bohrer ist leer. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Munition. Ich habe nicht mehr viel. Ach so, okay, hier haben wir noch ein bisschen was. Das ist nur Eleanor. Ich hätte sonst fast auf sie geschossen. Ja gut, die Typen hier haben ja halt noch ganz oft Nieten mit dabei. Was machst du denn hier? Ich habe mich verdrückt. Oh, davon haben wir auch noch einiges. Gleich. Vorher muss ich noch einmal kurz, in den hier. Und davor, nur weil ich Angst habe, dass es wieder passiert, speichere ich selbstverständlich nochmal. Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Welche? Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist der Aufzug? Bin ich hier richtig? Anscheinend schon.
Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Renn! Oh shit. Wenigstens hat er es noch mit drauf geschafft. Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert. Du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Oh Mann, ich hatte tatsächlich, glaube ich, ein recht gutes Ende. Unglaublich. Unglaublich. Ich hatte, glaube ich, wirklich ein gutes Ende. Okay, das war's also mit Bioshock 2. Ups, erstmal wieder das Mikrofon verprügeln hier, während ich mir die Kopfhörer rausnehme. Ich muss das erstmal wieder hier, so, das muss dahin. So, so sollte es gut sein. Unglaublich. Ich habe jetzt doch wesentlich länger dafür gebraucht als gedacht, wegen den ganzen Abstürzen. Es gibt auch noch einen DLC, den werden wir uns, denke ich mal, auch noch anschauen. Und ja... Ich bin auf jeden Fall, ich mag das Spiel eigentlich recht gern, doch der einzige Kritikpunkt hieran ist einfach, dass es nicht stabil läuft. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich erinnere mich aber, dass ich früher auch schon ähnliche Probleme hatte. Ich kann nur hoffen, dass es verbessert wird, also
Das Spiel bekommt ja noch Patches. Der letzte Patch, naja gut, der ist auch schon ein bisschen her, 6 Monate jetzt. Aber ja, ich hoffe, dass das Ganze noch besser gemacht wird. Wir werden uns den DLC noch anschauen. Und ja, die Grafik war natürlich dementsprechend zu der Zeit, wo es rauskam, halt relativ gut. Und ich glaube, der Remaster holt da ein bisschen was raus. Jetzt nicht super viel, aber schon ein bisschen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall größtenteils Spaß. Bis auf, dass ich einiges neu spielen musste und dass sich das Spiel so oft aufgehängt hat. Das ist schon ein Downer, muss man schon sagen. Aber allgemein hat mir das Ganze echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Projekt auch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Oder im DLC oder im Parallelprojekt. Und ja, bis dahin.